Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, liebe Schulfamilie der Schulen ohne Rassismus, Schule mit Courage. Gerne hätte ich mit Ihnen gemeinsam zum Start unserer interkulturellen Woche heute die Ausstellung vor Ort im Landratsamt an den Plakaten eröffnet. Und gerne wäre ich auch mit Ihnen dazu ins Gespräch gekommen, hätte mich ausgetauscht, was Sie bewegt, was Sie dort umgesetzt haben und welche Projekte Sie noch vorhaben. Insgesamt 11 Schulen im Landkreis Fürth sind Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das finde ich klasse. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und deswegen, die Menschen sind gleichwertig. Es ist egal, welche Nationalität sie haben, welche Religion sie haben, welche sexuelle Ausrichtung sie haben. Es ist egal, das Miteinander steht im Vordergrund und das Gegenüber steht im Vordergrund. Und diese Themen aufzugreifen und im Alltagsleben, im Schulalltag, aber auch in die Gesellschaft hinein, dort zu wirken, das haben sie sich als Schulen zum Auftrag gemacht und wirken im Rahmen von Schulen ohne Rassismus, Schule mit Courage entsprechend. Und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Denn es ist wichtig, Dinge zu thematisieren, ob es um Mobbing geht, ob es um Ausgrenzung geht. Und da gibt es manchmal ganz Kleinigkeiten, die im Alltag beginnen, die sich irgendwann zu etwas Großem entwickeln können. Und die interkulturelle Woche soll auch dazu dienen, Austausch über diese Themen insgesamt mit zu haben. Und die Schulen ohne Rassismus, Schulen mit Courage, liefern dazu einen wunderbaren, wichtigen Inhalt. Ich hoffe auch, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger die Ausstellung jetzt besuchen. Und sie haben es ja ganz bequem. Sie können sich daheim ins Sofa setzen und in Ruhe auf dem Bildschirm oder auf dem Fernseher vielleicht auch das Ganze anschauen und die Ausstellung durchwandern. Und ich hoffe, Sie nehmen auch einige Anregungen und Hinweise für den ganz eigenen Alltag mit und profitieren davon. Vielen Dank fürs Mitmachen bei unserer Woche.